Okay. Dann nimm dir die Eisenrüstung da. Ich habe eine Meteoritenrüstung. Eine Meteoriten? Ja, sicher! Nee, Helloriten habe ich. Helloriten hat der Ram abgedroppt. Ja, Da kommt ein Skelett, da sicher! kommt ein Skelett, die Treppe runter! Aua. Ja gut, er hat mich rausgeschossen. Er läuft hier hinterher, das heißt ich. In dem Moment dreht er sich um. Ich komm nicht ran! Ich hab Alle. doch auch. Ich hab vergessen, dass ich auch gewogen habe. Idiot. So ein bisschen. So, jetzt muss ich versuchen, mein Stuff wieder zu kriegen. Ich glaube, der ist schon mittlerweile schon despawned, oder? Blödsinn. Oh Gott, viele Skelette. Aua. Das Skelett hat mich komplett runtergeschlagen. Ja, habe ich gesehen. Ich komme nicht mehr raus! Ja, das Problem hatte ich doch auch gerade. So. Aua! Ach komm, jetzt bin ich vergiftet, seriously. Also irgendwie stellen wir uns ganz schön blöde an. Das ist ja Blödsinn. Oh, Eisenschwert! Das ist gut. Noch mehr Stuff? Du bist vergiftet. Geh Ich. zurück, lass mich vor, lass mich vor. Ja, da ist gerade nix. Achso, okay. Ich hab Weil meine warte. 20 Pfeile wieder. Hier ist ein Spawn, hier ist ein Spawner, hier ist ein Spawner. Ich hab nichts zu essen. What the fuck, Spawn, warum hab ich Spawner nichts mehr zu kaputt. essen? Spawner kaputt. So. Sehr gut. So weit oben waren wir noch nicht. Richtig. Schere, ja sicher, eine Schere brauchen wir. Nimm mal den ganzen Kram mit, ich habe eine bessere Idee. Etwas, was uns helfen wird. Ich gehe nach unten, sammle ein bisschen Erde und dann bauen wir mal die ganzen Löcher zu. Dann können nämlich auch die Monster nicht mehr nach unten durchfallen. Ist ja lame. Ach, wir können hier auch einfach Netherdings abbauen. Eben. Hol hier einfach ein bisschen Nether-Zeugs ab und stopf damit mal die Löcher. Oh. Oh. Oh So. Gott! Oh Gott. Blubiger Schuss. Ein Netherrack. Zack, 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 zack. Oh bitte. Zack, Lass das zack, gut gehen, lass so. das gut gehen, lass das gut gehen, lass das gut gehen. Was tust du denn? Warte auf mich! Was immer du tust. Niemals! Gut, beide Spawner auf der nächsten Etage abgebaut. Was? Sie fliegen. Ich bin hier noch am Löcher flicken fürs Allgemeinwohl und du machst einfach so weiter ohne mich. Ja, sicher. Weil leider muss die Aufnahme gleich schon beendet werden, du. Was? Ja. Oh, geil, gebratenes Fleisch, eine Menge. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Gleich in die Truhe damit, also gleich safe. Computer sagt nein. Werden's bereuen. Das ist mir egal. Und nächste Etage auch noch geklärt. Okay, jetzt pass auf, jetzt müsste gleich irgendwann der Boss schon kommen. Nee, da kommen noch ein, zwei Etagen. Wie sicher bist du dir da? Warte doch mal auf mich! Wir spielen das Spiel zusammen! Warum läufst du denn so vor? Och Mensch, ja, wenn du dir da. Was machst du denn überhaupt die ganze Zeit? Ich Außer du baue die baust dir Löcher scheiße. zu! Wie unnötig. Hab doch Lol, gesagt! fünf Diamanten. Fünf magische Essenzen. Netherwurzen. Goldene Karotte. Bist du runtergefallen? Ja, gut, dass ich die Löcher zugebaut habe. Idiot. Oh, geil. Okay, ich hab coolen Stuff. Ja, weiter? Jetzt wird's langsam wirklich kritisch, wenn ich sterbe, aber ja. Ja, dann geh einmal runter und sicher, lieber. Oh, man braucht hier doch so ewig lang rund. Oh, ich seh's kommen. Jetzt hat er gleich gar nicht Dingskirchen aufgenommen, sondern irgendeinen anderen Bildschirm. Dann bringe ich dich um. Nein, eigentlich nicht. Dann spielen wir einfach nochmal. Aber dann müssen wir Hexit wieder neu installieren. Ach, was. So, das hier lassen, das hier lassen, das hier lassen, das hier lassen. Warte mal. Rüstung. Das hier lassen, das da lassen, das da lassen, das da lassen, das da lassen. Das mitnehmen.
Wo hab ich die Pfeile hingepackt? Warum packe ich die Pfeile weg, ich Idiot? Hast du ein Eisenschwert? Ich hab gerade ein Eisenschwert aufgenommen. Ja, ich hab noch ein Eisenschwert. Gut. Gut, ich glaube, ich hab's. Teleportiert sich irgendwas? Ist hier ein Enderman drin, ne? Das könnte eventuell sein. Oder ein Rare Mob, der sich teleportieren kann. Oh Gott. Da ist ein Biber. Vermutlich ist es Justin. Vermutlich, ja. Kommt man? Ich höre einen Enderman. Ich habe eine geile Idee. Oh, das wird doch nichts. Doch, das wird eine geile. Das wird was richtig Geiles. Pass mal auf jetzt. Allein pass mal auf jetzt. Ich weiß nicht mal, wo. Oh Gott, beinahe habe ich den Enderman angeguckt. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich cheate. Cheater. Waren wir hier schon? Ach so. Oh, lame, Junge. Lame. Spawner sind abgebaut. Lame. Wie langweilig. Die Idee kam mir gerade. So, hier sollten wir jetzt die Truhe nicht aufmachen. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da oben der Boss ist. Wir haben vor allem ein Problem. Alter. Wie kommen wir runter? Wir haben hier kein Wasser oder so. Wir springen einfach. Haben wir nicht. Letzter. Warte mal, da war doch Wasser. Ja, aber das ist nur so ein... Wo ist das Wasser? Ich glaube, das ist mal so lang Wasserchen. Das ist aber kein Wasser, wo du reinspringen kannst. Da gehen wir ja drauf. Aber wir können hier von den Bäumen zu Bäumen springen, das sollten wir überleben. Das wird so schief gehen. Hoffe ich. Okay, ich loote, du springst. Was heißt, du lootest, ich springe? Wir müssen noch auf Dach looten. Wir wollen noch das Dach looten. Wenn ich hier an die Truhe rangehe, wird er kommen. Ja. Dann versteck du dich in dem Gang da. Nein, warte. Pass auf. Oh. War schön, dich gekannt zu haben. Ja, warte, okay, dann sag an, wenn ich hier looten kann. Ja, ich gehe jetzt hoch und dann versuche ich da einfach die Truhe zu öffnen und zu springen. Ja, okay? Der wird doch aktiv, wenn er dich sieht, oder nicht? Ja, natürlich, und dann lootest du und springst. Achso, gut, dann sag an, wenn ich looten soll. Warte, okay. Tief durch ab. Oh, ich seh's. Warte, ich habe noch genug Platz im Inventar, okay. Kann ich? Kann ich, ist eher die Frage. Okay, komm, Geronimo. Okay, go. Oh Gott, das war zu schnell. Oh Gott, nein. Ich hab nichts bekommen. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Ja, ich auch nicht. Das war das Problem gerade bei mir. Ich kann die Truhe nicht öffnen. So, jetzt. Nein! Nein! Okay, oh, ich bin geschossen vom Turm. Oh Gott. Ja. Das geht gut los. Ja! Fail! Die Truhen nicht öffnen. Ja, das hatte ich auch. Das also, Problem. Ging nicht. Mhm. gut. Ja, und nu? Jetzt sind ja unsere ganzen geilen Sachen weg, ne? Ja. Aber du hast die doch hier unter. Ach. Ein bisschen was habe ich hier unten. Das sind die Diamanten zum Beispiel. Ja, die sind noch da. Alter, warum laggt es denn bei mir immer so, wenn ich respawne? Ich darf echt nicht sterben. Ah, jetzt. Okay, gut. So. Ich versuche mal oben noch was zu bekommen. Ja. Ich laufe hier gerade noch mal rum und guck, ob irgendwo Sachen von uns auf den Boden gefallen sind, aber es sieht nicht gut aus. Außer vier Netherrack und 9 Knochen. Wo ist noch wieder eine Spinne gespawnt? Was soll denn der Kack? Und ein Enderman. Komischerweise ist der Endboss ziemlich ruhig gerade. Das ist gut. Okay, ich glaube, ich höre ihn gerade wieder. Ich habe ihn sonst mit Pfeil und getötet. Hier liegt der ganze Stuff. Und da oben ist der Golem. Und da ist auch der Stuff aus der Truhe. Kommst du da ran? Ja. Ich höre eine Spinne. Ja, Dito. Ich hab. Alter, wie awesome! Ein Soul Reaper habe ich und ein Ender Giant Sword. Du sollst dir das nicht angucken, du sollst laufen! Und was habe ich hier? Ich habe erschaffe Yellow Chocobo. Ich habe einen Chocobo Spawn. Das ist gut. Oh, ich habe einen Enderman angeguckt. Oh oh! 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 Ja, sicher! Ist ja schwer! Hier ist meine Rüstung. Ja. Mein ganzer Kram, wie gut. Ach stimmt, ich kann's ja eh nicht einsammeln, bei mir laggt's ja zu hart. Ich finde, es ist meine schöne Rüstung. Ist doch kacke.
So, mein Schwert und meine Spitzhacke. Was machen wir jetzt? Ich versuche noch schnell meine Sachen gleich oben zu bekommen, wenn mein Lag vorbei ist. Dann komme ich wieder runter und dann müssen wir die Aufnahme beenden, weil ich muss gleich los. Okay, und dann bringen wir beim nächsten Mal die Sachen ins Dorf. Richtig. So, ich glaube, jetzt sollte bei mir der Lag vorbei sein, oder? Sieht so aus. Soll ich meine Sachen in die Truppe packen und dir helfen? Ach, was? Entweder kriege ich es jetzt oder ich krieg's nicht. Vermutlich kriege ich es nicht. Weil der Golem jetzt da stehen müsste, wo ich hin muss. Ich guck mir das Spektakel mal von hier unten an, lach dich aus. Ja, mach mal. Ich bin ja ein sehr hilfreicher Kamerad. Das sowieso immer. Aber mein schöner Bogen ist weg. Weil ich ihn dir gegeben hab und du gestorben bist. Jo, jo. Okay. Ich würde... Ja, sicher. Hast du deine Sachen? Nein, ich hab einen Bogen. Normal. Hi. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben, Mama. Nein. Okay, ich lebe noch. Da solltest du vielleicht nicht hochgehen. Ich will deine Sachen. Hier ist kein. Wo sind deine Sachen überhaupt? Huh! Weiß ich doch nicht, da müsste noch eine Etage weiter oben sein. Oh Gott. Oh Gott, der Golem ist unten bei der Truhe. Das ist nicht gut. Nee. Das ist das Bett kaputt sein, ich sag's dir. Viel schlimmer ist die Truhe, die da steht. Mama! Oh, ich brenne, ich werde sterben. Lol. Oh, das Bett ist kaputt. Oh, das ist natürlich richtig geil. Bett wurde zerstört. Was ist mit der Truhe, die da stand? Ja, was da weiß ich denn? Der Golem schießt da aus 30 Metern auf mich. Was ist mit unserer Kiste? Warte, ich sehe sie gleich. Oh Gott, die viele Mobs. Der Golem schießt ohne Pause auf mich. Dann sind wir nach der ersten Aufnahme genauso weit wie am Anfang. Ja, ist doch geil. Können wir die erste Aufnahme gleich in den Müll schmeißen und nochmal von vorne ab. Nein, Quatsch. Nein. Natürlich nicht. Oh also Gott. Erke, man sollte sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Oh Gott. Ja, sieht so aus. Okay, die Truhe steht sogar noch. Dann sollte einer den Golem ablenken und einer den Kram rausnehmen. Und dann kommen wir damit ab. Ich hab die Truhe. Ich hab das Bett. Jetzt renne ich mit dem Bett zum Dorf. Ja. Leg mich da schnell hin. Und dann muss ich beenden, weil ich echt los muss. Achso, okay. Alter, der Golem ballert wie ein Bekloppter auf mich. Der verfolgt dich jetzt bis ins Dorf und brennt das Dorf nieder. Ja, das wäre natürlich auch noch irgendwie witzig, aber... Alter, der schießt ja ohne Pause! Bist du unterwegs zum Dorf? Ja. Das heißt, es ist keiner mehr in dem Turm? Richtig. Oder weiß ich nicht. Ich kann sein, dass der Golem beim Turm stehen geblieben ist. Das weiß ich nicht. Aua. Ich habe ein ganz anderes Problem. Na? Der Wald brennt. Ja, das hört nicht auf, weil der Golem den Wald in Brand gesetzt hat. Ich weiß. Der halbe Wald brennt. Ich weiß. Irgendwas schießt hier auf. Ja, vermutlich der Golem. Weil ich glaube, mich verfolgt er nicht mehr. Sascha? Ja? Ja? Regie? Ich höre dich nicht mehr. Lol. Bist du noch da? Ich bin noch da, du auch? Ja. Ich habe dich eben gerade nicht mehr gehört. Okay. Lol, ich hab ja, der Golem schießt sich gerade in die Erde und er hat leider unsere Truhe vernichtet. Das ist beziehungsweise, da wo mal der Turm war, ist jetzt ein 50 Meter tiefer Krater. Wirklich, und der Wald drumherum steht in Flammen. Ja, also wir haben gut angefangen, in unserer Aufnahme mal die Welt gleich zu vernichten. Oh ja. So, wir egal, ich hab das Bett hier im Dorf platziert und hab mich reingelegt. Das ist gut. Ich hab wenigstens meinen Spawn gesetzt.
So, aber das war's dann jetzt leider auch von uns für heute. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielleicht, wir planen eventuell den Aufnehmenden zu wechseln. Also mal gucken, ob Christopher vielleicht das nächste Mal aufnimmt. Kannst mich auch Krischi nennen. Ja, Christopher Krischi, das schwankt bei mir ab und zu mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns im nächsten Video. Tschüss. Genau. Dankeschön. Tschüss.